begrüße Sie zur vierten Ausgabe von Silvertips. Auch dieses Mal haben wir wieder einige Videos für Sie zusammengestellt, die Ihnen den Umgang mit den neuen Medien erleichtern sollen. Haben Sie eigentlich schon an den nächsten Urlaub gedacht? Angebote gibt es ja natürlich in jedem Reisebüro, aber eben mittlerweile auch auf diversen Urlaubsportalen im Netz. Was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie jetzt. Helga braucht einen Tapetenwechsel. Eine Städtereise wäre jetzt genau das Richtige. Sehenswürdigkeiten besichtigen, Museen besuchen, shoppen und danach den Tag in einem schönen Wellnesshotel ausklingen lassen. Helga ist Feuer und Flamme und besucht das kleine Reisebüro um die Ecke. Hier bekommt sie viele verlockende Angebote und nimmt einige Reisekataloge mit. Wieder zu Hause betrachtet sie die verschiedenen Reiseziele. Die hochglänzenden Hotel- und Strandbilder wirken sehr verlockend. Ob das Wasser dort wirklich so blau und der Strand nur 100 Meter vom Hotel entfernt ist, möchte Helga wissen. Um mehr über ihren bevorzugten Urlaubsort zu erfahren, setzt sie sich vor ihren Computer. Und tatsächlich, im Internet gibt es zahlreiche Seiten, die Städtereisen anbieten. Die angebotenen Reiseziele wurden hier sogar bereits von einigen Urlauberinnen und Urlaubern bewertet. Im Laufe ihrer Suche stößt sie zudem auf normale Hotelbilder, die von Gästen gemacht wurden. Leider sind sowohl die Bilder als auch die Bewertungen sehr subjektiv. Manche sehr negativ, manche sehr positiv. Mit dem Hotel ist Helga sich noch unschlüssig. Um aber schon einmal einen Eindruck vom Urlaubsort zu bekommen, sucht sie weitere Bilder über eine Suchmaschine. Ebenso nutzt sie die Kartendienste von Suchmaschinen und plant eine kleine Stadtrundtour. Einige Sehenswürdigkeiten liegen nah beieinander. Der Kartendienst bietet sogar einige Bilder von der Stadt. Nach einem ganzen Tag vor verschiedenen Reiseportalen hat Helga sich einen Überblick verschafft. Wirklich entscheiden kann sie sich aber immer noch nicht. Sie verschiebt die weitere Suche auf morgen und beschließt erstmal, ihre Freundinnen nach ihren Hotelerfahrungen zu befragen. Das Beste bleibt wohl immer noch eine persönliche Empfehlung, denn wer kennt einen besser als die eigenen Freundinnen, die dieselben Vorlieben haben? Mehr zum Thema Reisen und Reisebuchungen finden Sie auf www.silver-tipps.de. Im Urlaub sind dann wahrscheinlich auch wieder einige Fotos entstanden. Stellt sich natürlich die Frage, wohin damit? Wie Sie Ihre Fotos am besten mit Ihren Freunden teilen und welche Alternativen es zum klassischen Fotoalbum gibt, zeigt unser nächster Film. Hannah und ihre Tochter Conny machen einen Tagesausflug nach Mainz. Dabei knipsen sie mit ihren Smartphones jede Menge Fotos. Damit auch beide alle Bilder haben, wollen sie sich die Fotos gegenseitig zuschicken. Die ersten davon werden schon gleich per Bluetooth ausgetauscht. Wieder zu Hause möchte Hannah auch die restlichen Bilder an ihre Tochter schicken. Aber leider kann sie sich mit dem Smartphone von Conny nicht verbinden. Für Bluetooth sind die beiden zu weit auseinander. Denn das funktioniert nur auf sehr kurze Distanz. Auch per Mail wird das Verschicken schwierig. Nur wenige Fotos können angehängt werden. Nee. Hannah muss sich etwas anderes einfallen lassen. Bei der Suche nach einer Möglichkeit stößt sie auf einige Online-Plattformen, wie zum Beispiel Dropbox oder WeTransfer. Dort kann man ganz leicht Daten hochladen, speichern und verschicken. Hannah entscheidet sich dennoch dagegen. Denn selbst wenn sie ihrer Tochter die Bilder schickt, werden sie bestimmt nur irgendwo gespeichert und nicht mehr betrachtet. Also beschließt sie, die Fotos für Conny einfach auszudrucken. Wenn das nur so einfach wäre, denkt sich Hannah. Dabei wollte sie die Bilder in ein Fotoalbum kleben. Daraus wird jetzt wohl nichts. Schließlich stößt Hannah auf eine Internetseite für Fotobücher. Dort kann man Bilder hochladen und ein Album gestalten. Das klingt nach einer perfekten Idee. Sie fügt ihre Lieblingsbilder ein, bestimmt die Hintergrundfarben und überlegt sich kurze Bildtexte. Nur noch die Bestellung abschicken und nach kurzer Zeit, ding dong, ist das Buch auch schon da. Hannah freut sich über das Fotobuch. Sie bestellt gleich noch ein weiteres für ihre Freunde nach. Das ist ganz einfach, denn der Anbieter hat das Fotobuch noch gespeichert. Thank you.
Das mit den Fotobüchern ist doch wirklich eine tolle Sache. Beim Veröffentlichen von Fotos ist allerdings auch manchmal Vorsicht geboten. Grund dafür ist das Urheberrecht. Was Sie darüber alles wissen müssen, sehen Sie in unserem nächsten Beitrag. Heute kann jeder etwas im Internet veröffentlichen. Einen Blog mit Fotos und Texten, Videos auf Videoplattformen oder Musik in einer Mediathek. Damit aber nicht jeder einfach die Werke von anderen runterlädt und ungefragt weiternutzt, gibt es Regeln. Medienrechtexperte Gerd Pappenberger von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz erklärt, wie künstlerische Werke geschützt sind und wann man fremde Schöpfung benutzen darf. Das Urheberrecht ist eine Art Schutzgesetz. Es soll die Personen, die auf dem Gebiet der Kunst, der Wissenschaft bzw. der Literatur ein Werk geschaffen haben, schützen. Gegenstand des Urheberrechts ist die persönliche geistige Schöpfung. Das heißt, es muss eine Person das Werk geschaffen haben. Es muss ein gewisser geistiger Input dabei sein. Das heißt wiederum, ganz banale Sätze wie heute ist ein schöner Tag kann man natürlich nicht urheberrechtlich schützen lassen. Ja, Bilder, Grafiken, Videos sind alles Werke, die natürlich auch diesen Urheberrechtsschutz genießen. Das heißt, dass diese Werke natürlich in erster Linie nicht darunter geladen werden dürfen, wenn eine Genehmigung, eine Einwilligung nicht vorliegt. Man muss natürlich jetzt unterscheiden, einerseits zwischen dem privaten Bereich. Hier ist mehr erlaubt, als wenn es veröffentlicht wird. Im privaten Bereich gilt grundsätzlich die Freiheit, Kopien zu ziehen, denn ein Download ist eine Kopie. Wenn diese Kopie, die man zieht, den Download aus einer offensichtlich illegalen Quelle stammt, dann darf man auch für den privaten Bereich keine Kopie machen, also keinen Download machen. Auf der anderen Seite, wenn man einen Kopierschutz umgeht, zum Beispiel die gängigen DVDs werden alle mit Kopierschutz verkauft, dann gilt auch eine Kopie als illegal. Auf der anderen Seite, eine Veröffentlichung wie auf Facebook, wie auf YouTube, ist generell nicht zulässig ohne Genehmigung des Rechteinhabers. Ja, Bilder, die man selbst gemacht hat, die man hochlädt, sind natürlich geschützt. Hier gilt auch das Urheberrecht und die Prinzipien des Urheberrechts. Das heißt, man kommt jetzt selbst in die Rolle eines Urhebers und genießt sämtliche Schutzvorschriften des Urheberrechts für sich selbst. Das bedeutet, wenn man diese Bilder, diese Werke auf irgendeiner Seite sonst findet, wo man sie nicht finden möchte, kann man dann als Urheber selbst entsprechende Maßnahmen ergreifen, damit diese Bilder dort gelöscht werden. Gut zu wissen. Das war's dann auch schon wieder von uns. Wir hoffen, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein, denn dann erfahren Sie alles rund ums Thema Information und Unterhaltung im Internet. Thank you.